Das Valentinstagsmassaker. Am 14. Februar 1929 ging in die Geschichte der USA ein. Das Valentinsmassaker brachte die dunklen Gewaltexzesse ans Licht, die seit Jahren in den US-amerikanischen Großstädten vorherrschten. Die 1920er Jahre waren geprägt von Prohibition und Bandenkriegen zwischen verfeindeten Gangstersyndikaten und besonders in Chicago regierte die Unterwelt, allen voran der berühmt-berüchtigte Gangsterboss Al Capone. Und das Valentinsmassaker gilt als tragischer Höhepunkt des blutigen Machtkampfes und bis heute sind die Hintergründe der Tat ungeklärt. Ebenso, ob wirklich Al Capone der Drahtzieher des Massakers war. Und bevor Fragen kommen, nein, wir sehen heute keine Fotos von Leichen, die habe ich bewusst rausgenommen. Gegen 22:30 Uhr vormittags des 14. Februars 1929 ertönte plötzlich lautes Hundegebell auf der North Clark Street im Chicagoer Stadtteil Lincoln Park. Und das Bellen kam von Highball, dem Schäferhund eines Automechanikers, der in einer Garage auf der North Clark Street seine Werkstatt hatte. Doch es war merkwürdig, dass der Hund so verzweifelt bellte, weshalb die Anwohnerin die Anwohner der umliegenden Häuser nachsahen. Und als sie die Garage betraten, machten sie die schreckliche Entdeckung, weshalb Highball die gesamte Nachbarschaft zusammenbellte. In der Garage lagen 7 Männer erschossen in einer riesigen Blutlache. Die Anwohnerin verständigte sofort die Polizei, die nun vor einer riesigen Frage stand. Was war an diesem Vormittag am Valentinstag passiert? Für 6 der 7 Männer kam jede Hilfe zu spät. Sie waren bereits tot, als die gerufene Polizei eingetroffen war. Aber ein Mann hatte den Kugelhagel überlebt. Und das war Frank Gusenberg, der für die Ermittler kein unbeschriebenes Blatt war. Während der Zeit der Prohibition hatten sich die beiden Mobster Al Capone und George Bugs Moran Chicago aufgeteilt. Bugs Moran annektierte die Nordseite der Stadt, Al Capone die Südseite. Und seit Jahren gab es zwischen den beiden verfeindeten Syndikaten Kriege um die Territorien. Frank Gusenberg war einer der wichtigsten Handlanger von Bugs Moran. Und er arbeitete als Schutzgeldeintreiber und Auftragsmörder für den Gangsterboss von der Nordseite. Nun war der schwerverletzte Gusenberg der einzige Überlebende der Schießerei und der einzige, der den Polizisten eine Auskunft über die Schützen geben könnte, doch Frank Gusenberg schwieg. Obwohl zahlreiche Schussverletzungen hatte, sagte er zu den Polizisten, Zitat, »Niemand hat auf mich geschossen.« Wenige Stunden nach dem Massaker erlag auch er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus und er nahm das Wissen über die Schützen mit ins Grab. Und auch die anderen Opfer in der Garage waren für die Polizisten keine Unbekannten. Unter ihnen war Peter Gusenberg, der Bruder von Frank, der in die kriminellen Machenschaften von Bugs Moran eingeführt wurde und seitdem war er als Geldeintreiber für den Mobster im Chicagoer Untergrund bekannt. Albert Kaczelek galt als rechte Hand von Bugs Moran, der bereits mit den Gusenberg-Brüdern für Moran getötet hatte. Und der Mord lag erst wenige Wochen zurück und die Opfer von Kaczelek und den Gusenberg-Brüdern waren enger Vertrauter vom Erzrivalen Al Capone. Ein weiterer Toter war Adam Heer, der für Moran eine Pferderennbahn betrieb und als Buchhalter im Gangstersyndikat angestellt war. Und auch die weiteren 3 Opfer stammten aus dem engen Umfeld von Bugs Moran. Reinhard Schwimmer, der mit Pferderennen sein Geld machte und zum engeren Bekanntenkreis von Moran gehörte. John May, ein Automechaniker und Besitzer der Werkstatt, der gelegentlich die Schmuggellaster von Bugs Moran reparierte, sowie Albert Weinshank, dem mehrere Waschsalons gehörten und der Gelder für Moran eintrieb. Für die Polizei war anhand der Opfer schnell klar, dass die Garage der Austragungsort der ständigen Bandenkriege verfeindeter Gangster war.
und insgesamt fielen 70 Schuss innerhalb weniger Minuten in der Garage, abgefeuert mit einer Thompson-Maschinenpistole der sogenannten Tommy Gun. Doch eine Sache schien merkwürdig. Warum wehrten sich nicht die Schwerbewaffneten gegen die Angreifer? Mit Hilfe von Zeugenaussagen, die gesehen hatten, was sich am Vormittag des 14. Februars 1929 ereignet hatte, konnte das Massaker rekonstruiert und auch darauf eine Antwort gefunden werden. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein Wagen vor die Werkstatt vor, der den damaligen Polizeiautos ähnlich sah. Daraus stiegen 4 Männer. 2 von ihnen hatten eine Polizeiuniform an. Und zuerst gingen die Polizisten verkleidet, als Polizisten verkleidet in die Garage. Höchstwahrscheinlich hielten sie die 7 Opfer für echte Beamte, die in der Autowerkstatt eine Razzia durchführen wollten. Und wahrscheinlich leisteten sie den Forderungen Befehl und stellten sich mit dem Gesicht zur Wand. Danach kamen dann erst die Mörder in die Garage. Die beiden Männer, die normal gekleidet waren, sie schossen mit ihren Tommy Guns auf die wehrlosen Opfer, die ihre Mörder nicht einmal ankommen sahen. Nur der Hund Highball blieb als einziger Überlebender in der Garage zurück. Und die Tat war außerdem bis ins kleinste Detail geplant, da sie davon ausgehen konnten, dass die umliegenden Anwohner die Schüsse gehört hatten, führten die als Polizisten verkleideten Männer die beiden anderen hinaus und geleiteten sie zum Wagen. Und so sah es aus, dass zwischen den eigentlichen 4 Tätern es zu einem Schusswechsel gekommen war und diese Gangster dann erfolgreich von der Polizei gestellt worden waren. In der Garage wurde nichts gestohlen, obwohl die Gruppe um Bugs Moran dort geschmuggelten Schnaps lagerte. Und dadurch war den Ermittlern dann auch schnell klar, dass es kein Raubmord war und das Massaker wahrscheinlich jemand ganz anderen gelten sollte, von dem die Angreifer dachten, dass er auch in der Runde sei. Bugs Moran. Doch Moran hatte an diesem Tag nur durch Zufall sich verspätet. Als er die Garage erreichte, sah er gerade die verkleideten Polizisten aussteigen und er ging daraufhin in ein Café, in dem er von Zeugen gesehen wurde. Und dass die Situation in der Autowerkstatt so eskalierte und 7 Männer erschossen wurden, lag laut den Ermittlern höchstwahrscheinlich daran, dass die Schützen Albert Weinshank für Bugs Moran hielten. Weinshank sah dem Gangsterboss nämlich zum Verwechseln ähnlich. Und sie hatten die gleiche Statur, sie trugen fast dieselben Kleidung. Und ja, die Presse stürzte sich auf die Schießerei. Das Valentinsmassaker, wie die Zeitungen es titulierten, bestimmten nun die Schlagzeilen in den USA. Die Leute waren fasziniert von den Gangster-Stories, die sie in den Tageszeitungen mitverfolgen konnten. Aber die Polizei stand auch noch vor einem viel größeren Problem. Denn seit Jahren hatten sie nicht mehr die Kontrolle über den Gangsterkrieg in Chicago. Und nun hatte dieser seinen traurigen Höhepunkt erreicht. Mitten am Tag wurden 7 Menschen hingerichtet und die Ermittler hatten nur einen Verdacht, wer hinter diesem Massaker stecken könnte. Al Capone. Bugs Moran war der letzte Erzfeind von Capone, der einzige Mann, der ihm im Weg stand, um die Vorherrschaft in Chicago zu haben. Und immer wieder gab es blutige Auseinandersetzungen darüber, wer die Macht in Chicago hatte. Und trotz der Aufteilung der Territorien in Nord und Süd, versuchte Bugs Moran die Herrschaft über die Stadt zu bekommen. Er hatte die Hunderennbahn und die Kneipen übernommen, die vorher Al Capones Einnahmequellen waren, und er behauptete, dass sie in seinem Territorium lagen. Und erst wenige Wochen vor dem Valentinsmassaker hatte Morans Handlanger einen Mordanschlag auf Al Capones engsten Vertrauten verübt. Und für die Ermittler war es deswegen wahrscheinlich, dass Capone sich also nun rächen wollte. Aber warum waren bis auf Moran selbst, der sich jetzt nur zufällig verspätete, so viele von diesen wichtigen Bandenmitgliedern bei dem folgenschweren Treffen am 14. Februar 1929 anwesend?
Am Tatort trugen die 7 Männer Anzüge und die typische Gangsterkleidung der 20er Jahre, also nicht gerade Sachen, die man tragen würde, wenn man unentdeckt illegalen Alkohol umladen würde. Und war es möglicherweise ein falscher Vorwand, unter dem Bugs Moran und seine Männer in die Garage gelockt wurden? Und wenn ja, war das der Auftrag von Al Capone? Doch mit Al Capone als Rivalen hat man viele Feinde. Seine Kreise gingen weit über die Chicagoer Grenzen hinaus. Er arbeitete eng mit der Detroiter Purple Gang zusammen, die den Alkoholschmuggel aus dem benachbarten Kanada übernahm. Und Bugs Moran hat in der Vergangenheit immer wieder Schnapstransporte aus Detroit, die für Al Capone waren, gekapert. Ja, vielleicht steckte vielleicht die Purple Gang also hinter diesem Massaker. Zeugen meldeten sich dann bei der Polizei, die etwas Verdächtiges bemerkt hatten. Ihnen gehörte eine Pension und nur wenige Tage vor dem 14. Februar 1929 checkten dort 3 auffällige Männer ein. Die Zeugen bestätigten dann auch anhand von Fotos, dass es sich bei den Gästen um 3 Mitglieder der Purple Gang handelte. Hatte so Al Capone vielleicht die Männer von Bugs Moran in den Hinterhalt gelockt? Hatten sie schon seit Wochen von der Pension aus die Garage beobachtet? Und dachten Bugs Moran Männer, sie treffen sich mit Mitgliedern der Purple Gang, um Geschäfte für Alkoholschmuggel zu besprechen, aber es lauerten in echt dann Al Capones Leute in der Garage? Die 3 Männer wurden von der Polizei befragt und sie schwiegen zu den Anschuldigungen, die Täter des Valentinstags-Massakers zu sein. Und wenige Tage nach diesem geschichtsträchtigen Mord wurde die Polizei von Chicago zu einem Brand in einer Garage gerufen. Da brannte dann ein schwarzer Cadillac nieder, höchstwahrscheinlich war das der Wagen der Attentäter. Und anhand der Wagennummer konnten die Händler bei dem konnte die Polizei den Händler, bei dem das Auto gekauft wurde, ausfindig machen. Und auch dieser vermeintliche Ermittlungserfolg stellte sich dann zunächst als Rückschlag heraus. Sowohl die Garage, in der der Wagen stand, als auch der Autokauf liefen über falschen Namen. Aber die Adresse des Mieters, der die Garage gepachtet hatte, existierte wirklich. Und die Adresse führte die Polizei zum Circus Café und dessen Besitzer Claude Maddox. Die Circus Café Gang war die einzige Organisation im Norden von Chicago, die nicht mit Bugs Moran zusammenarbeitete, sondern mit Al Capone und der Purple Gang. Durch Zeugenaussagen rückten jedoch auch ein anderer altbekannter Gangster in den Fokus der Ermittlungen: Fred Burke, der den Beinamen Killer trug. Und nur wenige Minuten nach dem Verbrechen hatten Zeugen einen Mann in der Nähe des Tatorts gesehen, der sich verdächtig verhielt und der eine Polizeiuniform trug. Und er hatte ein markantes Merkmal. Ihm fehlte ein Schneidezahn, genauso wie Fred Burke. Gegen Fred Burke wurde schon einmal wegen Mordes ermittelt. Bereits in der Vergangenheit hatte er Straftaten begangen, bei denen er sich als Polizist verkleidete und er war eng verbunden mit Al Capone und der Purple Gang. Als Ende des Jahres 1929 Fred Burke wegen einer zufälligen Polizeikontrolle den Ermittlern in die Falle ging, fanden sie bei seiner Hausdurchsuchung außerdem 2 Tommy Guns. Sowie die gleiche Munition, die auch beim Valentinstag-Massaker verwendet wurde. Und die forensische Ballistik steckte 1929 noch in den Kinderschuhen. Aber die Experten konnten einen Durchbruch erreichen. Sie konnten zweifelsfrei beweisen, dass die Maschinengewehre, die bei Fred Burke gefunden wurden, dieselben waren, die auch beim Valentinstag-Massaker zum Einsatz kamen. Aber sie fanden noch etwas heraus. Mit einer Waffe wurde schon einmal ein Mord begangen. 1,5 Jahre zuvor wurde ein New Yorker Gangster erschossen und schon damals hatte die Polizei Al Capone und seine Männer in Verdacht und nun hatten sie die Bestätigung. Doch der alleinige Besitz der Waffen, die beim Valentinstag-Massaker 7 Menschen töteten, reichte nicht aus, um Fred Burke zweifelsfrei die Straftat anzuhängen.
Lediglich der Mord an einem Polizisten konnte ihm nachgewiesen werden, wofür er schließlich festgenommen und auch verurteilt wurde. Aber bis heute gilt Fred Burke als Hauptverdächtiger des Valentinstagsmassaker und spätestens, als einer seiner Komplizen gegenüber dem FBI bestätigte, dass Burke der Initiator des Massakers war. Aber er verstarb im Jahr 1940, bevor er zweifelsfrei als Attentäter überführt oder entlastet werden konnte. Sollte Fred Burke also einer der vier Täter beim Valentinstag-Massaker gewesen sein, gäbe es trotzdem immer noch drei weitere Mörder. Aber wer waren diese Männer? Eine mögliche Antwort darauf bekam die Polizei erst 1934, 5 Jahre nach dem Attentat. Das FBI nahm damals die Barker-Gang hoch und einer von ihnen war Byron Bolton, der bis dato unter dem Radar der Polizei agierte, und er legte gegenüber des FBI ein umfangreiches Geständnis ab und verriet ihnen auch den Aufenthaltsort der restlichen Gangmitglieder. Aber er gestand noch etwas, nämlich die Teilhabe am Valentinstagsmassaker. Laut Bolton sei der Plan, Bugs Moran zu ermorden und bereits im Oktober 1928 aufgekommen von keinem Geringeren als Al Capone. Und Capone hätte sich damals unter anderem mit Byron Bolton, August Winkler, George Zeigler, Claude Maddox und Fred Burke zur Planung des Attentats getroffen. Und Bolton soll laut eigener Aussage nicht beim Attentat dabei gewesen sein und nur zum Auskundschaften der Örtlichkeiten gedient haben. Aber bis heute gibt es Zweifel, ob er nicht doch vielleicht einer der Schützen war. Byron Bolton konnte dem FBI genaues Wissen über die Involvierten und die Tat liefern. Und ja, das stimmte mit den eigenen Ermittlungen überein, was auch teilweise gar nicht in der Presse zu lesen war. Dass Claude Maddox etwas mit dem Valentinstagsmassaker zu tun hatte, ahnte die Polizei bereits, da über seine Adresse ja auch die Garage angemietet war, in der der mutmaßliche Tatwagen abgebrannt war. Und außerdem fanden sie in der Pension gegenüber von der Garage, in der kurz vor dem Attentat die auffälligen Männer eingecheckt hatten, einen Brief von Byron Bolton. 1929 war allerdings war er jetzt nicht polizeilich so auffällig gewesen, wodurch die Ermittler dieser Spur noch nicht nachgingen. Bolton sagte zudem aus, dass die Schützen selbst überrascht waren, dass 7 Männer in der Garage waren. Sie hatten jetzt nur mit Bugs Moran gerechnet und vielleicht 2 bis 3 seiner Männer. Und sie waren überrumpelt von den Männern und dass es so viele waren und sie entschlossen sich kurzerhand, eben alle 7 zu töten. Weshalb Bugs Moran seine wichtigsten Männer zum Treffen in der Garage bestellt hatte, wusste laut Bolton auch die Attentäter nicht. Trotz des umfangreichen Geständnisses und des anscheinenden Täterwissens konnte niemand der Beschuldigten der Mord nachgewiesen werden. Und fast alle Involvierten, die Bolton im FBI nannte, waren dann zu dem Zeitpunkt bereits tot, ja. Nur Fred Burke und Claude Maddox lebten noch und diese schwiegen zu diesen Beschuldigungen. Bis heute konnten die Hintergründe der Tat, die in die Geschichte der USA einging, nie vollständig aufgearbeitet werden. Und immer noch ist es ein Rätsel, wer wirklich involviert war und die tödlichen Schüsse abfeuerte. Und die Wand, vor der die 7 Gangster erschossen wurden und die zahlreiche Einschusslöcher hat, steht heute im Mafia-Museum in Las Vegas und erinnert bis heute an den tödlichen Valentinstag im Jahr 1929.